إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Heute nehmen wir den Namen Allahs Al-Khaliq durch. Und es gibt zwei Arten, wie ich eben schon erwähnt habe, es gibt zwei Arten, Ma'rifa, Allah zu erkennen. Es gibt zwei Arten, Allah zu erkennen. Einmal, und das ist die allgemeine Ma'rifa, und das ist die Ma'rifa, dass man zugibt, ja, es gibt einen Schöpfer. Dass man zugibt, ja, es muss einen Schöpfer geben, das kann nicht alles zufällig erschaffen worden sein oder zufällig entstanden sein. Es muss jemanden geben, der das alles organisiert, geschaffen, hergestellt hat. Und das ist eine Ma'rifa, das ist eine Erkenntnis von Allah, die viele Menschen teilen. Das heißt, die sehr gläubig sind, die nicht so gläubig sind. Christen haben auch diese Einstellung, dann Muslime sowieso, dann auch die Muslime, die nicht so praktizierend sind, die sehr sündig sind, die weniger sündig sind. Viele Menschen geben zu und stimmen dazu ein, ja, es gibt einen Schöpfer. Das ist diese eine Ma'rifa. Die meinen wir heute nicht. Dann gibt es die andere Ma'rifa, Ma'rifatul Ubudiyyati wal Hub. Die Erkenntnis Allahs, die dich zu was führt? Zur Liebe und dass du ihn alleine anbeten willst. Ja, dann gibt es diese andere Ma'rifa, dass du Allah erkennst und nur ihm alleine dienen willst und mehr Liebe zu ihm gewinnst. Und das ist genau diese Ma'rifa, für die die Gesandten geschickt worden sind. Also nicht nur, dass wir Allah erkennen und dann ist gut, ja, es gibt einen Schöpfer und fertig, sondern dass wir sagen, es gibt einen Schöpfer und wir lieben ihn und wir wollen nur ihn alleine anbeten. Es ist keiner anbetungswürdig außer Allah. Ja, und wie ich eben also schon erwähnt habe, wie oft haben wir schon an den Namen Al-Khaliq gedacht und da Liebe zu Allah empfunden? Wie oft haben wir an den Al-Khaliq gedacht und dabei Tränen vergossen, wie wir zum Beispiel bei den Namen At-Tawwab gemacht haben oder bei den Namen Ash-Shakur, dass Allah der Dankbare ist, er erkennt unsere Taten an. Da passiert es schon öfter, dass wir etwas fühlen und diese Dankbarkeit gegenüber Allah fühlen, aber dafür, für die Tatsache, dass er uns erschaffen hat, dafür fühlen wir leider zu selten wirkliche Dankbarkeit. Und darum wird es heute gehen, dass wir diese Ma'rifa von Allah bekommen, dass wir spüren, dass er uns allein erschaffen hat. Und nochmal, das ist auch sehr wichtig, wenn wir über Allah, den Lobenswürdigen, sprechen, Allah, der die Reue oft annimmt, Allah, der unsere Taten akzeptiert, dann spüren wir Liebe zu Allah. Aber all diese Eigenschaften von Allah spüren wir nur, die Tatsache, dass wir bei Allah immer bereuen können. Die Tatsache, dass wir Gutes tun und er das dann belohnt. Das ist alles nur dann da, wenn wir überhaupt da sind. Das heißt, wenn Allah uns nicht erschaffen hätte, dann auf wen würde sich die Eigenschaft, von, dass Allah die Reue annimmt, auf wen würde sie sich ergießen? Gar keinen. Er hat uns erst erschaffen und deswegen sind wir überhaupt dazu in der Lage, die Gnaden Allahs und die Eigenschaften Allahs zu spüren und Allah dadurch zu erkennen. Das heißt, hätte er uns nicht erschaffen, dann wie hätten wir At-Tawwab erkannt? Hätte er uns nicht erschaffen, wie hätten wir Allah As-Shakur erkannt? Hätte er uns nicht erschaffen, wie hätten wir gesagt, La ilaha illallah? Das heißt, die größte aller Gnaden und die größte von allen Ni'ma, die größte aller Geschenke ist überhaupt, dass Allah uns erschaffen hat. Und das ist Allahs Name, Al-Khaliq. Er ist allein, der uns erschaffen hat. Sonst keiner teilt diese Eigenschaft mit Allah. La ilaha illahu, khaliqu kulli shay'in. Er ist der Schöpfer aller Dinge. So heißt es also im Koran, qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in, wa huwa ala kulli shay'in wakil. In Surat Zumar, Vers 62, Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Und in Shay, Dinge, kommt alles rein, was es da gibt. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Alles, was außer Allah ist, ist erschaffen. Allah ist der Schöpfer und alles, ma dunillahi, alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung. Das heißt, es gibt nichts, ohne dass Allah derjenige wäre, der es erschaffen hat. Allahu Akbar. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Und er ist über alle, er hat nicht nur erschaffen und es dann gelassen und sich nicht mehr darum gekümmert, sondern auch er ist alleine über jedwede Dinge Sachwalter. Er verwaltet auch alles. Er umsorgt auch alles.
Er beobachtet alles. Alles ist unter seiner Macht und Kontrolle. Alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung. Und wenn das nicht so, wenn wir nicht geschaffen worden wären, dann würden wir die anderen Eigenschaften Allahs auch nicht erkennen können. Also nochmal, der heutige Name soll nicht nur dazu dienen, dass wir eine Information mehr bekommen, sondern dass wir Allah al-Khaliq so erkennen, dass wir nur ihn alleine anbeten wollen und zu ihm eine Art von Liebe spüren, die wir vielleicht bis heute nicht gespürt haben. Dann heißt es genauso im Koran, qala subhanahu wa ta'ala, am ja'alu lillahi shuraka'i khalaqu ka khalqihi, fatashabaha al-khalqu alayhim, qul Allahu khaliq kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar. Surat al-Ra'd, Vers 16. Oder haben sie Allah solche Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung wie die seinige schufen? Also alles, was außer Allah, wie Allah behandelt wird. Hat denn irgendetwas außer Allah auch etwas geschaffen? Ja, und die Antwort ist nein. Der Schöpfer ist einzig und allein Allah. Und deswegen sagt Allah, so dass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint. Also wissen sie nicht mehr, was Allahs Schöpfung ist und was die Schöpfung von anderen angeblichen Göttern ist. Nein, wenn das so ist, dann sag, Allah ist der Schöpfer von allem und er ist der eine, der Allbezwinger. Al-Qahhar, dessen Macht immer überliegt. Er ist über alle Dinge allmächtig. Allah ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Einzige, der Allbezwinger. Ja. Und es gibt für Allahs Eigenschaft, dass er erschafft. Dafür gibt es verschiedene Wörter im Koran. Wir haben jetzt gerade gesagt, Khaliqu kulli shay. Der Khaliq, der Schöpfer, ist derjenige, der Ijad min al-Adam macht. Der etwas erschafft aus dem Nichts heraus. Das heißt, es gibt nichts und Allah macht, dass da etwas ist. Derjenige, der das macht, der ist Khaliq. Der Ijad min al-Adam macht. Al-Mujidu min al-Adam, der etwas schafft aus dem Nichts. Es gab nichts. Nicht mal ein Samenkorn. Und Allah schafft etwas daraus. Wie Adam a.s. Adam a.s. wurde aus dem Nichts erschaffen. Wir sind aus dem Nichts erschaffen. Es gab mal nichts von uns. Und Allah hat etwas gemacht, etwas zugelassen, aus dem wir dann irgendwann entstanden sind. Das ist Allah al-Khaliq, der aus dem Nichts heraus erschafft. Dann gibt es einen anderen Namen von Allah, der auch oft im Koran vorkommt. Al-Bari. Al-Bari ist auch der Schöpfer. Im Deutschen würden wir auch sagen, der Schöpfer. Ja? Aber der Schöpfer Al-Bari ist derjenige, huwa alladhi yakhluqu kulli makhluqin muhayyian lil muhimmati allati khalaqa li ajliha. Al-Bari ist derjenige, der alles auf die Art und Weise erschafft oder auch aus dem Material heraus erschafft, die für die Aufgabe, für das man erschaffen ist, genau passend ist und vorbereitet. Also, Al-Bari ist derjenige, der auf die Art und Weise erschafft, die einen vorbereitet für die Aufgabe, für die man erschaffen ist. Der einen vorbereitet für die Aufgabe, für die man erschaffen ist. Die drei Wörter werden gleich noch erklärt werden. Nimm das erstmal jetzt so hin. Dann genauso Al-Musawwir, der Gestalter, ist auch der Schöpfer. Nur der Schöpfer macht das, Al-Musawwir. Das ist der dann der Schöpfung ihre letztendliche Gestalt verleiht. Also nicht nur beginnt und dann lässt er es wachsen und mal gucken, wie es am Ende aussieht. Nein, er weiß genau, wie es am Ende aussieht und er ist das, der diese letzte Gestalt, diese letzte Formung, die Allah verleiht, diese letzte Gestalt und Gesicht und Formung, das ist Allah alleine, der all das tut. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Ja, im Koran erscheinen diese drei Wörter auch zusammen, in Surat Al-Hashr, in Vers 24. Huwa Allahu Al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir. Er ist Allah, er ist der Schöpfer, der Bari', der alles so erschafft, wie es braucht, um vorbereitet zu sein, aus der Sache erschafft, die es nötig hat, um das machen zu können, wofür Allah sie erschaffen hat. Wal-Musawwir, der Gestalter, der die letztendliche Gestalt, Gesicht, Form, Art und Weise verleiht. Das ist alles Allah allein. Khaliq kulli shay'in. Alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung. Er ist der Schöpfer allein. Ja, und deswegen heute noch besonders, ich meine, das sollen wir jedes Mal machen, aber gerade heute versuchen wir über die Ayat, die ich gleich vorlesen oder erwähnen werde, dass wir wirklich alle versuchen, über diese Ayat nachzudenken.
dass wir wirklich alle versuchen, über diese Ayat nachzudenken, zu verstehen, was da Allah uns eigentlich Großartiges mitteilt. Was Allah uns da eigentlich an Unglaublichem, also Glaublichem, aber an Unfassbarem, weil wir das nicht fassen können, was für Sachen uns da Allah eigentlich mitteilt, was Allah da alles für uns gemacht hat. Und wo wir, viele von uns, bis jetzt eigentlich waren, dass wir das nicht wirklich selber erkannt haben. Allahu Akbar. Allahu khaliqu kulli shay'in. Und diese drei Wörter, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, die werden auch oft zusammen im Koran erscheinen, manchmal auch einzeln, und alles fällt nur allein auf Allah zu. Ja. Subhanallah. Genauso heißt es im Koran, jetzt weiß ich aber nicht, welche Ayah das ist, aber das ist aus dem Koran, ala lahul khalqu wal amru. Das ist eine sehr logische, simple Aussage. Gebt Acht, ist denn nicht für Allah die Schöpfung allein und dann auch für ihn die Befehlsgewalt? Für Allah allein ist die Schöpfung. Also wenn er allein alles geschaffen hat, dann ist für ihn auch Al-Amru, die Angelegenheit, die Befehlsgewalt ist auch alleine für Allah, weil er alles geschaffen hat. Wenn er alles geschaffen hat, dann gilt auch überall sein Befehl. Dann gilt auch überall sein Befehl, weil er alles alleine erschaffen hat. Dann heißt es im Koran genauso, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O ihr Menschen, dient eurem Herrn allein. Warum sollen wir das machen? Alladhi khalaqakum, weil er allein derjenige ist, der euch erschaffen hat. Der euch erschaffen hat. Wenn er euch erschaffen hat, dann warum betet ihr andere außer ihm an? Warum gebt ihr anderen außer Allah die Wichtigkeit, die Stellung, die Allah alleine gebührt? Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung und er allein ist der Schöpfer. Wir sehen uns jetzt. Wer hat uns erschaffen? Okay, wir sagen unsere Eltern. Wer hat die Eltern? Wer hat die Eltern? Wer hat die Eltern von Eltern? Zurück bis Adam. Wer hat Adam geschaffen? Allah. Was war vor Adam? Vor Adam war die Himmel und Erde schon bereit. Was war vor Himmel und Erde? Gab es die Malaika schon. Was gab es vor den Malaika? Die Malaika wurden auch irgendwann geschaffen. Vor den Malaika gab es den Stift. Das haben wir alles aus Hadithen. Vor dem Stift, was gab es vor dem Stift? Je weiter wir zurückgehen, es gab eine Zeit, wo es nichts gab, außer Allah. Allahu Akbar. Es gab eine Zeit, wo es nichts gab, außer Allah. Und es wird eine Zeit geben, wo es nichts mehr gibt, außer Allah. Und er wird erlauben, wieder aufzuerstehen, wem er will und wem er nicht will, wird es nicht erlauben. Das heißt, es ist eine große Gnade, dass er den Menschen auch erlaubt, nachdem sie nicht mehr sind, dass sie wieder auferstehen werden, dass sie wieder Leben erleben dürfen. Ist nicht für den Menschen eine Zeit gekommen, dass er mal etwas war, dessen nicht gedacht wurde? Shay'im Mathkura. Die Eier kommt gleich noch. Ja, das heißt, wie in dieser Dua, der Prophet Sassim hat auch eine Dua gemacht. Allahumma antal awwalu, falaysa qablaka shay. O Allah, du bist der Erste. Nichts gibt es, was vor dir war. Das heißt, es gibt nichts, was vor Allah war, weil Allah immer schon da war. Diese Dua, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay. O Allah, du bist der Erste und es gibt ja nichts, was vor dir war. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. Und du bist ja der Letzte und es wird nichts geben, was nach dir ist. Allah ist awwalu wal akhiru, der Erste und der Letzte. Warum? Weil es nichts gab, was vor Allah war. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay. Und du bist ja der Offenbare, der Höchste. Und es gibt nichts, was über dir ist. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Und du bist ja der Batin ist das, was verborgen ist. Batin ist das, was verborgen ist. Und es gibt nichts, was unter dir wäre, was tiefer wäre als du. Das heißt, je tiefer wir in Dinge eindringen, das Letzte, die Kette zu Ende denken, das Letzte, was wir immer finden werden, ist Allah. Hinter allen Dingen steht letztendlich Allah. Weil es nichts gab, was vor Allah ist. Er ist der Anfang, er ist das Beginn und das Ende. Allah ist der Schöpfer aller Dinge und es gibt nichts, was vor ihm gewesen wäre. Ja, und überleg mal, wie, subhanallah, wie hat alles begonnen? Allah sagt, kun, sei und es ist. Adam a.s. wurde mit dem Einhauchen der Seele erschaffen. Erstmal geformt, das werden wir gleich noch besprechen, mit einem Nafra. Nafra bedeutet in etwas einhauchen, pusten. Und wie wird das Ende des Universums sein? In was wird eingehaucht und gepustet werden? Nafra, wo nufiqa fissur, und es wird in das Horn geblasen werden. Das heißt, der Anfang von allem und das Ende von allem ist Allah so leicht, dass es nur ein
Pusten, ein Blasen in das Horn gebraucht. Einerseits Pusten die Seele der in Adam a.s. und am Ende wieder das Pusten in das Horn hinein. Und dazwischen sind wir und trotzdem wollen wir Allahs Größe nicht anerkennen. Allahu Akbar. Der Anfang und das Ende ist von einem Pusten in ein Horn. Das Pusten der Seele ist davon bestimmt und wir wollen nicht Allah lieben und uns vor ihm schämen, vor seiner Größe schämen und uns davor hüten, ihm gegenüber ungehorsam zu sein. Allahu Akbar. Der uns mit einem Wort erschaffen hat, der für uns alles vorbereitet hat, dazu werden wir gleich noch kommen. Allahu yubdi'ul khalqa thumma yu'idu. Allah beginnt ja die Schöpfung und dann wird er sie noch einmal wiederholen. Allahu Akbar. Dann heißt es genauso im Koran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Und wahrlich, sie haben Allah nicht so gewertschätzt, wie es sein Recht wäre, geschätzt zu werden. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und die gesamte Erde wird in seiner Faust sein, in seiner Umfassung sein, am Tag der Auferstehung. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. Und die gesamten Himmel werden eingerollt wie eine Schriftrolle in seiner Rechten sein. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hoch erhaben ist er, preis er ihm über das, was sie ihm beigesellen. Wo ist das, was sie ihm beigesellen und wo ist Allah? Allahu Akbar. Hoch erhaben, preis er ihm, er ist rein und unbefleckt davon, was die Menschen so an Sündhaftigkeiten tun. Er ist erhaben darüber. Die gesamte Erde wird in seiner Hand zusammengefaltet sein. Die gesamten Himmel werden zusammengerollt wie eine Schriftrolle sein. Das ist Allah Khaliqu kulli Shay'in. Er verfügt über die Allgewalt. Er hat alles geschaffen. Das Erste, was erschaffen wurde, ja, also wie hat Allah also diese Neuerung in der Schöpfung, dieses Beginn in der Schöpfung, wie hat er alles gemacht? Allah sagt ja, Allahu Khaliqu kulli Shay'in. Also wie hat dann die Schöpfung, Allah ist der Schöpfer von allen Dingen, wie hat die Schöpfung dann also begonnen? Im Koran heißt es zum Beispiel, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان. Ist denn nicht für den Menschen eine Zeit gekommen, ein Teil von der Zeit, wo er nichts Nennenswertes war? Also wissen wir das nicht, dass es mal eine Zeit gab, wo nicht mal jemand wusste, dass es uns mal geben wird? Ich weiß nicht, was für Namen wir jetzt alle haben. Maryam, Khadija, Aisha, ja, was für Namen wir alle haben. Uns gab es noch nicht mal, unsere Namen gab es noch nicht mal. Manche Namen gab es noch nie. Yahya a.s. zum Beispiel, der war der Erste, der diesen Namen trug. Davor gab es noch nicht mal diesen Namen, geschweige denn diese Person. Gab es denn nicht für den Menschen eine Zeit, wo er nichts war, worüber man so gesprochen hat? Und woher nehmen wir dann diese Arroganz und diesen Übermut, dass wir uns vor Allah breit machen und die Grenzen übertreten und das mit einer Schamlosigkeit, als ob die Erde uns gehören würde? Wir waren nichts und es wird eine Zeit kommen, wo wir wieder nichts sein werden. Es gibt manche Grabmale auf dieser Erde, die sind schon so lange verwischt, dass wir gehen vielleicht Tag und Nacht daran vorbei und wir kommen nicht drauf, hier war mal ein Friedhof. Ist das nicht so wie in diesen Gruselfilmen früher, ja? Dass irgendjemand entdeckt, dass sein Haus auf so einem Friedhof aufgebaut ist. So Generationen später. Also wir gucken sowas nicht mehr, aber von früher noch weiß man solche Sachen. Ja, also wie viele, oder man gräbt irgendwo im Garten und findet auf einmal, oh, hier haben ganz früher mal Römer gewohnt. Man weiß nichts mehr über die. Meinen wir denn, dass auf uns nie so eine Zeit kommen wird, dass unsere Häuser für ewig stehen? Unsere kleinen Zimmer und unsere kleinen Dekorationsecken in unseren Zimmerchen, wo wir unseren Schmuck und unsere Parfümflaschen aufbewahren, dass das ewig so bleiben wird? Ja, wie ist es denn? Frauen heiraten auch und die Mütter dann sagen, komm, die nicht so romantischen Mütter sagen, los, alles ausräumen, ich brauche Platz für meine eigenen Sachen und man kommt nach 3, 4 Jahren mit eigenen Kindern wieder in das Haus zurück und alle Sachen sind weg. Ja, dann ist man sauer auf die Mutter und sagt, Mama, wieso, du hättest meine Sachen noch ein bisschen behalten können. Ja, Mama sagt, ja, die sind im Keller. Geh gucken, kannst du raussuchen, was du brauchst. Ja, die Mutter ist noch die, das im Keller tut. Aber wie lang werden die Sachen noch halten? Ist für den Menschen nicht eine Zeit gekommen, wo er nichts Nennenswertes war? Nichts. Keiner hat über uns gesprochen. Nicht mal unsere Eltern wussten, dass es uns geben wird. Keiner. Und woher nehmen wir dann diese Undankbarkeit her und vergessen, dass wir immer noch sowas wären, was nichts Nennenswertes ist, wenn Allah uns nicht erschaffen hätte? Es gäbe uns nicht. Die größte aller Gnaden, dass wir überhaupt da sein dürfen, ist die Tatsache, dass Allah uns erschaffen hat. Sonst wären wir nichts Nennenswertes. Wie hat Allah also die Schöpfung begonnen? ثم خلق القلم. Allah hat als allererstes, so wird es in Hadithen überliefert, das erste, was Allah geschaffen hat, war der Stift. Das erste, das Schreibrohr, würden wir sagen, ja?
Das erste, was Allah geschaffen hat, war der Schreibrohr. Und diesen befahl er dann, in Sahih Bukhari heißt es, das erste, was Allah erschaffen hat, war das Schreibrohr. Und er befahl ihm dann, schreib, und er schrieb alles, was sein würde, bis zum Tag der Auferstehung. Uktub, schreib, und dieses Schreibrohr schrieb alles auf, was sein würde, bis zum Tag der Auferstehung. Allahu Akbar. Alles ist nach einem Plan, einem Schöpfungsplan, einem Schicksalsplan, alles passiert nach diesem Urplan von Allah. Allahu Akbar. Allah möge uns die Fähigkeit geben, dass wir das akzeptieren können und dass wir damit Zufriedenheit finden. Dass wir immer wissen, es ist nicht mein Plan, ich wollte es eigentlich anders, aber es ist der Plan Allahs, den ich hier sehe. Alles passiert nach dem Plan Allahs. Allah hat als allererstes das Schreibrohr geschaffen. In einem anderen Hadith heißt es, Allah sprach, schreib und schreib mein Wissen in meiner Schöpfung auf und schreib meine Vorbestimmung in meiner Schöpfung auf. So schrieb es auf bis zum Tag der Auferstehung. Also schrieb alles auf, was sein würde bis zum Tag der Auferstehung. Subhanallah. Das heißt also, für Allah ist die absolute Macht. Für Allah ist das absolute Wissen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, gab es für den Menschen nicht eine Zeit, wo er nichts Nennenswertes war? Der Mensch ist absolute Schwäche. Der Mensch ist absolute Unwissenheit. Und trotzdem maßt er sich an, Allah gegenüber keine Liebe zu empfinden. Allah gegenüber Undank zu empfinden. Allah gegenüber Vergesslichkeit zu zeigen. Dass, oh, ich habe vergessen, dass du mich erschaffen hast. Ich habe jetzt gerade mehr Liebe für den und das. Oder mehr Ehrung für das und das. Oder mehr Zeit und Energie für das und das. Wo Allah doch der ist, der jeden Tag unsere Zellerneuerung auch schafft. Jetzt in diesem Moment, während wir miteinander sitzen, erneuern sich ständig Millionen von Zellen in jedem von unseren Körpern. Sonst könnten wir nicht sitzen. Wir würden sterben. Der komplette Mensch innerhalb von 3 Monaten ist der Mensch komplett ausgeneuert. Jede Zelle ist einmal abgestorben und wurde einmal erneuert. Das heißt, wir sind alle 3 Monate ungefähr, sind wir ein komplett neuer Mensch. Ja, deswegen, wenn man sich so sieht und Schwester, was gibt's? Ja, ist nichts Neues, alles beim Alten. Ne? Diese Leier, die wir dann manchmal haben und sind immer richtig down und richtig fertig. Nein, es passiert ständig was Neues. Nur wir verstehen es nicht. Wir kriegen es nicht mit, weil es Allah es nicht mit einem Getöse macht und nicht mit einem großen Spektakel, wie diejenigen, die Aufmerksamkeit brauchen. Allah ist unbedürftig über seine Schöpfung. Er macht ständig ein Wunder nach dem anderen, aber er macht es im Verborgenen. Und diejenigen, die das offene Herz besitzen, die erkennen Allahs Größe. Und die belohnt dann Allah auch noch, weil sie das Offenkundige gesehen haben. Allahu Akbar. Wo können wir keine Liebe zu unserem Schöpfer empfinden? Wo können wir nicht Scham empfinden, dass wie kann ich meinem Schöpfer gegenüber ungehorsam sein? Wie kann ich meinen Schöpfer vergessen? Wie können wir ohne diese Schamhaftigkeit auf der Erde umherwandeln? Allah erschuf also als erstes das Schreibrohr und er schrieb, alles, was sein würde, bis zum Tag der Auferstehung. Dann erschuf Allah die Himmel und die Erde. Das ist alles vor den Menschen. Das passiert hier alles lange, bevor der Mensch erschaffen wurde. Er ist das Schreibrohr. Und vor dem Schreibrohr gab es nur Allah. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Dann hat Allah also die Himmel und die Erde erschaffen. Und die Himmel und die Erde hat Allah, im Koran steht mehrmals, fi sittati ayyamin, in 6 Zeitperioden. Yom ist eine Zeiteinheit, Übersetzung finden wir immer, in 6 Tagen erschaffen. Allah hat Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen. Jetzt kann man sagen, für Allah ist es doch nichts Schweres, alles auf einmal zu erschaffen. Warum hat Allah das in 6 Tagen erschaffen? Ja, und es heißt, das finde ich sehr schön, diese Erklärung, weil die Himmel und die Erde für den Menschen erschaffen worden sind. Allah wohnt ja nicht hier, Allah braucht die Himmel und die Erde nicht. Für wen wurden Himmel und Erde erschaffen? Für den Menschen. Und deswegen wurden sie auch so erschaffen, auf die Art und Weise erschaffen, wie es am besten passt zum Menschen. Und der Mensch hat ein Leben, wir leben in unserem menschlichen Leben, passiert nichts auf einmal. Alles braucht seine Zeit, um zu entwickeln. Und deswegen hat Allah Himmel und Erde auch nach einem Plan erschaffen, mit zeitlichen Abständen erschaffen. Warum? Damit wir auch lernen daraus und wir auch in unserem Leben das umsetzen, dass wer Veränderung bringen will, er muss das schrittweise angehen. Er muss das nach und nach angehen. Er muss dafür planen. Er muss dafür aushalten. Er kann nicht von einem Moment auf den anderen sagen, jetzt wird alles anders. Das ist weder in unserem individuellen Leben so,
und noch wird das in der Gesellschaft so sein. Alles braucht Zeit. Jetzt zum Beispiel Tag und Nacht. Wie wird der Tag zur Nacht und wie wird die Nacht zum Tag? Gemächlich. Jetzt kommt der erste helle Schein in der Nacht, dann kommt noch ein bisschen mehr Licht, dann kommt noch ein bisschen mehr Licht. Der gemächliche Übergang. Stellt euch vor, die Nacht würde so, wie wir Licht anmachen zu Hause, würde so anfangen. Tick, auf einmal Nacht. Keine Vorbereitungszeit, keine Gewöhnungszeit. Du kannst nicht noch schnell deine Sachen einpacken oder so. Ihr stellt mir vor, in alten Zeiten, wo es nicht elektrisches Licht gab, das wäre für die Menschen so Schock. Jetzt, so passiert das nicht. Oder stellt euch vor, von einem Tag auf den anderen wäre euer fünfjähriges Kind, das ihr gestern hingelegt habt, wäre am nächsten Morgen, ihr kommt ins Zimmer und der ist 15. Ups, keine Zeit mehr zu erziehen, alles vorbei. Ja, das menschliche Leben ist nicht so geschaffen. Deswegen, Allah hat Himmel und Erde für uns erschaffen und er hat es so geschaffen, wie es für unsere Aufgabe auf dieser Erde am besten ist. Subhanallah, alles ist für den Menschen geschaffen und der Mensch will trotzdem Allah gegenüber undankbar sein. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Und dann nach dieser Eier heißt es, Fasbir, Allahu Akbar. Das ist auch ein Beweis, dass Allah das für unsere Erziehung auch so gemacht hat, dass Allah hat Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen und es hat uns keine Müdigkeit berührt. Das heißt, hätte Allah das auch in einer Sekunde erschaffen, hätte Allah auch keine Müdigkeit berührt. Allah hat das nicht in 6 Tagen erschaffen, weil Allah sonst ermüdet worden wäre. Allah ist fern davon, ermüdet zu sein. Nach dieser Eier heißt es dann, so gedulde dich und sei standhaft. Allah hat alles in zeitlichen Abständen geschaffen. Manche Dinge brauchen Entwicklung. Was müsst ihr also tun? Geduldet euch in eurem Leben. Seid standhaft und versucht, Veränderung zu bringen und dabei geduldig zu sein. Und nicht zu denken, wieso? Meine Nia ist gut, wieso passiert nichts? Ich habe doch einen guten Plan, warum hören nicht alle auf mich? Ich habe doch gestern Dua gemacht, warum ist heute nicht mein Kühlschrank voll? So funktioniert nichts auf dieser Erde. Allah will, dass wir geduldig sind und will sehen, wer von euch ist standhaft und wer von euch gibt auf der Mitte des Weges schon auf. Nur für eine Überlieferung über Ayatul Kursi, in der Tafsir von Ayatul Kursi wird das immer überliefert. Die Größe der Himmel und der Erde, Allahu Akbar. Das Verhältnis vom ersten Himmel, wir wissen, es gibt 7 Himmel. Das Verhältnis vom ersten Himmel zum zweiten ist so, wie wenn ein kleiner Ring, ja, was wir anziehen am Finger, wie wenn ein Ring in die Wüste geworfen würde. Und der zweite Himmel zum dritten Himmel ist so, als ob ein Ring in die Wüste geworfen würde. Der dritte zum vierten ist so, als ob ein Ring in die Wüste geworfen würde. Der vierte zum fünften ist so, als ob ein Ring in die Wüste geworfen würde. Und der fünfte zum sechsten ist so, und der sechste zum siebten ist so. Und der siebte Himmel zu Allahs Kursi, nicht Arsch, Arsch ist Thron. Kursi ist, wo die Könige ihre Füße abstellen, der Schemel, der Thronschemel. Die gesamten 7 Himmel zum Thronschemel von Allah sind so, als ob ein Ring in die Wüste geworfen wurde. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sein Kursi, sein Thronschemel umfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allahu Akbar. Und jetzt überleg mal, in diesem ganzen Himmel und Erde, wie klein sind wir da? Das ist so, wenn wir mit dem Mikroskop diese kleinsten Bakterien mit dem, diese modernen Mikroskope, nicht die alten, diese hochmodernen elektrischen Mikroskope, mit denen man die kleinsten Bazillen sehen kann, sogar kleiner als die sind wir in dieser gesamten Schöpfung von Allah. Und jetzt schaut euch Allahs Barmherzigkeit und Gnade an, dass er in dieser gesamten gewaltigen Schöpfung trotzdem sagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben Bani Adam, den Kindern Adams, haben wir Würde und Ehre gegeben. In dieser gesamten Schöpfung sind wir die, die am meisten Ehre von Allah erhalten haben. Und wir wollen Allah nicht lieben. Und wir wollen uns vor Allah nicht schämen. Und wir wollen Allah gegenüber vergesslich sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar über diese Undankbarkeit. Allah ist erhaben über diese Vergesslichkeit. 7 Himmel und Erden werden in seiner rechten Hand wie ein Ring gegenüber, wenn er in die Wüste geworfen wird. Und Mekka ist da seit der Schöpfung der Himmel und Erde, seit Anfang an, hat Allah gesagt, das ist ein besonderer Ort. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dann heißt es genauso in einem anderen, das werden wir noch auch in einem anderen Namen noch lernen. Als Allah Himmel und Erde erschaffen hat, hat er eine Schrift geschrieben, die bei ihm am Thron angeheftet ist. Und auf dieser Schrift steht, Inna rahmati sabaqat ghadabi, gewiss meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überkommen. Allahu Akbar.
Das ist ein Grundgesetz, ja, so wie wir sagen, daran gibt es kein Rütteln. Das ist seit Schöpfung der Himmel und der Erde, lange bevor es den ersten Menschen gab, lange bevor es uns gab, lange bevor es noch die gab, die es noch geben wird, steht dieses Gesetz schon fest. Allahs Barmherzigkeit hat seinen Zorn überkommen. Dann nach Schöpfung der Himmel und der Erde, aber das ist nicht ganz klar, also vor den Menschen auf jeden Fall, mit der Schöpfung der Himmel und der Erde, davor, danach, Allahu Alam, aber bevor der Mensch erschaffen wurde, wurden die Engel, die Malaika erschaffen. Die Engel wurden erschaffen aus Licht. Die Anzahl der Engel ist so gewaltig, dass wir sie nicht umfassen können. Der Himmel ächzt und es ist sein Recht, echt zu ächzen. Es gibt keine drei Finger Platz frei, wo nicht ein Engel im Gebet stehen würde, im Gebet sich verbeugen würde und trotz oder Sajda machen würde. Und jetzt passt auf. Und das machen die Malaika. Sie sind 24/7, ja, sind sie mit gottesdienstlicher Handlung beschäftigt. Und wenn wenn der Tag der Auferstehung kommt, werden diese Engel stehen und sagen: Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, Preis sei dir, wir haben dir nicht gedient, wie es dein Recht wäre, dir zu dienen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Preis sei dir, wir haben dir nicht so gedient, wie es dein Recht wäre, dass man dir dient. Wer sagt das? Der sein Leben in Sajda verbracht hat. Der seine gesamte Existenzzeit in Rukur, in Verbeugung verbracht hat. Warum? Warum sagen die Engel das? Weil die so gut sind, weil die so nett sind? Nein, weil sie Allah erkannt haben. Weil sie wissen, wen sie da anbeten dürfen. Sie haben Allah erkannt. Wenn wir Allah erkennen, werden wir auch so sprechen. Wenn wir Allah erkennen, wird Allah uns auch erlauben, dass wir das sagen können. Allahu Akbar. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, ich sah Jibril in seiner ursprünglichen Gestalt, also so wie Allah ihn erschaffen hat, und er hatte 600 Flügel. Wenn er die Flügel ausbreitete, füllten sie das, was im Horizont ist. Also ich sah überall nur noch Jibril. Das ist nur ein Engel jetzt. Wir reden nicht von Allah, wir reden von Jibril. Und wenn er die Flügel ausbreitete, so wie man seine Flügel schwingt, dann regnete es Perlen und Yakut ist, glaube ich, Korallen, also irgendein Edelstein. Es regnete Perlen. Also was für eine Schöpfung ist das, die sogar, wenn sie sich bewegt, nur Wertvolles und Kostbares produziert. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für eine Schöpfung. Und trotzdem hat Allah dieser Schöpfung befohlen, werft euch nieder vor Adam. Und wir wollen Allah gegenüber nicht dankbar sein. Und wir wollen Allah nicht lieben. Und wir wollen uns vor Allah nicht schämen. Allahu Akbar. Dann heißt es in einem Hadith von Abu Dawud überliefert, dass mir wurde erlaubt, euch von den Engeln zu berichten, die die Thronträger sind. Allahs Thron hat Träger, Engel, die den Thron tragen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass einer dieser Engel, der einer von den Thronträgern von Allahs Thron ist, einer von diesen Engeln, das, was zwischen seinem Ohr und das untere vom Ohr, diese Ohrläppchen, also was zwischen dem Ohr anfangen, untere, und was zwischen seiner Schulter ist, ist die Weite von 700 Jahren. Überliefert von Abu Dawud. Und das ist nur, damit wir erkennen, wo wir in dem ganzen Szenario viel Platz einnehmen. Ja, wir können uns das sowieso nicht vorstellen. Das ist nur das Ohr, ihr Menschen, bleibt auf dem Teppich, auf salopp gesagt. Ja, das ist, damit wir erkennen, bleibt, was ihr seid. Versucht nicht, euch zu erheben über das, wozu Allah euch erschaffen hat. Ihr seid Diener. Bleibt Diener. Bleibt die Diener Allahs und dadurch werdet ihr Ehre und Würde empfangen. Wenn ihr versucht, eure Stellung zu verlassen, werdet ihr erniedrigt werden. Subhanallah. Und die Engel sind aus Licht erschaffen, das wissen wir alle. Khuliqat al-Malaikatu min Nur. In einem Hadith heißt es, die Engel, die Malaika, wurden aus Licht erschaffen. Und wie wir gesagt haben, Al-Bari, der Schöpfer, erschafft alles aus der Art, auf die Art und Weise, die nötig ist, damit diese Schöpfung ihre Aufgabe erledigen kann, ihre Aufgabe erfüllen kann. Die Malaika sind die Botschafter Allahs. Die Malaika sind die, die die Aufgaben Allahs schnell verrichten. Yusabbihun, ja? Yusbihun fil wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie tun das, was ihnen geboten wird. Sie verbreiten Gutes. Sie beschützen die Diener Allahs. Sie legen ihre Flügel für den, der auszieht, um auf Allahs Weg Wissen zu erwerben.
Ja, also sie verbreiten nur Gutes und das ist Lichtgeschwindigkeit. Was sagen wir? Lichtgeschwindigkeit. Sie machen schnell die Aufgaben von Allah. Sie sind die Botschafter von Allah. Die Engel sind genauso erschaffen, wie sie es brauchen, um die Aufgaben Allahs zu erledigen. Sie machen nur Tasbih, sie machen nur Ibadah, sie machen nur Gutes. Schlechtes ist ihnen nicht bekannt. Schlechtes ist ihnen nicht bekannt. Allahu Akbar. Sie machen, subhanallah, manche Malaika machen nur Dua für die rechtschaffenen Diener Allahs. Die machen nur Dua, Allah vergib ihnen, Allah vergib ihnen, Allah gib ihnen Gutes, Allah gib. Die sind nur damit, wir kennen sie nicht mal, und sie sind damit beschäftigt, für die rechtschaffenen Menschen Dua zu machen. Das, wenn eine Sitzung wie unsere zusammenkommt, dann kommen bei Allah eine Sitzung von Malaika zusammen, die unsere Namen bei Allah erwähnen. Kennen wir alle das Hadith? Unsere Namen, wenn wir Allahs gedenken in einer Zusammenkunft, unsere Namen werden gedacht in einer besseren Zusammenkunft als diese, die Zusammenkunft der Engel. Allah lässt die Engel unserer gedenken, wenn wir Allahs gedenken. Allahu Akbar. Das sind die Malaika und die sind vor den Menschen erschaffen. Im Koran steht, und wir sagten zu den Engeln, ich werde einen Khalifa auf die Erde schicken. Und das war Adam. Und die Engel fragen, warum würdest du jemanden erschaffen, der Blut vergießen wird und Fassad machen wird, Unordnung verbreiten wird? Und wir lobpreisen dich doch. Die haben das nicht verstanden, sie wollten nachfragen. Und am Ende mussten sie dann Sajda machen vor Adam a.s. Und sie haben alles Sajda gemacht, außer Iblis, der von den Djinn war. Das heißt, nächster Punkt, die Djinn wurden auch vor den Menschen erschaffen. Und die Djinn sind min marijim min nar, die sind aus loderndem, prasselndem Feuer erschaffen. Die sind aus prasselndem Feuer erschaffen. Was ist die Eigenschaft von Feuer? Weil alles, was aus etwas erschaffen wurde, hat auch die Eigenschaft davon. Allah hat die Djinn aus Feuer erschaffen. Die sind auch unglaublich schnell. Feuer ist schnell, ist auch eine Art von Licht. Aber Feuer hat auch negative Qualitäten. Es ist nicht so wie Licht. Licht hat nur positive Qualitäten. Licht hat nur positive Qualitäten. Es vertreibt Dunkelheit, es macht hell, es ist positiv. Nur positiv. Feuer hat auch negative Eigenschaften. Feuer kann auch zerstörerisch sein. Feuer kann außer Rand und Band, außer Kontrolle geraten. Feuer kann außer Kontrolle geraten. Feuer kann auch aufsteigen. Ja, was ist mit Feuer? Es prasselt nach oben. Hitze steigt nach oben. Ja, Hochmut ist auch etwas, was nach oben steigt. Feuer ist auch etwas, was der Mensch es zwar nutzt, aber wenn der Mensch es nicht zu nutzen weiß, es sich gegen den Menschen richten kann. Ja, das sind die Eigenschaften des Feuers. Die Djinn wurden aus Feuer erschaffen. Iblis ist aus Feuer und er war der Einzige, der sich vor Adam a.s. dem Befehl Allahs nicht gefolgt ist und sich vor Adam a.s. nicht niedergeworfen hat. Ja, aber es gibt auch muslimische Djinn, das haben wir alle zusammen schon gelernt. Und auch die haben diese Wahl, dass sie Allah folgen können oder nicht folgen. Die Djinn wurden auch vor den Menschen erschaffen. Jetzt haben wir den Stift wurde erschaffen, Himmel und Erde sind erschaffen, Malaika sind schon erschaffen, der Thron Allahs steht schon. Alles ist schon da und jetzt wird der Mensch erschaffen. Jetzt kommt erst der Mensch dran. Alles wurde schon vorbereitet, so wie es für den Menschen sein soll. Und dann wird der Mensch erschaffen. Allah sagt über den Menschen, dass der Mensch Adam a.s. aus Turab, aus Staub erschaffen wurde. Staub, was im Wind umherweht. Dann sagt Allah, Allah hat den Menschen aus Tin erschaffen. Tin ist Lehm. Wenn Wasser und Staub zusammenkommen, Wasser und Erde, wenn das beide zusammenkommen, dann entsteht Lehm. Dann heißt es genauso im Koran, Allah hat den Menschen aus Salsal. Aus Salsal ist, wenn man den Lehm lange stehen lässt und das dann anfängt, so einen bestimmten Geruch zu entwickeln. Ja, das ist dann leichter formbar. Ton. Ich glaube, in Deutschland sagt man Ton dazu. Dann heißt es aber genauso, der Ton wurde getrocknet und dann war er wie Fachar. Er war wie, wenn Ton gebacken wird und dann trocken, wenn man dann draufklopft, diese Tonvasen zum Beispiel oder Tongefäße. Wenn man draufklopft, gibt es dann so einen hohlen Ton. Ja, also das wurde dann getrocknet. Warum all diese verschiedenen Dinge? Der Mensch wurde aus Staub, aus Erde erschaffen. Warum erwähnt Allah diese verschiedenen Dinge? Das waren die verschiedenen Entwicklungsstadien, aus die der Mensch erschaffen wurde. Erst das, dann das, dann das, dann das. Warum hat Allah uns nicht auf einmal erschaffen? Das ist derselbe Grund wie Himmel und Erde, weil der Mensch eine Schöpfung ist, bei der nicht auf einmal etwas passiert. Veränderung kommt nach und nach. Der Mensch ist eine Schöpfung, die Veränderung kommt nach und nach. Mit Vorbereitung passiert etwas. Mit Vorbereitung passiert etwas, nach und nach passiert etwas und der Mensch wurde in Entwicklungsstadien geschaffen. Subhanallah. Ach so, bevor der Mensch erschaffen wurde, wurde die Erde auch belebt. Das heißt, Himmel und Erde wurden nicht leer gelassen,
sondern alles, was wir da so sehen an Vögel und Insekten und kleinste Bazillen und Bakterien und Gewässer und Quellen und Berge, alles wurde in die Erde gelegt. Ölvorkommnisse, die es irgendwann mal geben sollte, Diamantenvorkommnisse, Kohle, alles, was in der Erde auch drin vorhanden ist, Fische, Fischarten, verschiedene Vegetationen, Algen, Korallen, alles wurde in die Erde gelegt und dann wurde gesagt, jetzt will ich auf die Erde einen Khalifa schicken. Allahu Akbar. Und dann wurde der Mensch in Etappen erschaffen. Allahu Akbar. Alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung. Ja. Und die Tatsache auch, dass der Mensch aus Erde ist. Der Mensch ist aus Erde. Die Erde im Gegensatz zum Feuer hat die Eigenschaft von Stille und Ruhe. Die Erde im Gegensatz zum Feuer hat die Eigenschaft von Produktivität. Die Erde bringt etwas. Du kannst daraus etwas bauen, du kannst sie bepflanzen, du kannst sie bewässern und dann Früchte ernten. Die Erde ist produktiv. Sie bringt etwas. Sie kann etwas aufbauen. Ja, und die Aufgabe des Menschen ist was? Er soll die Erde verbessern. Er soll auf ihr ein rechtschaffenes Leben aufbauen. Die zweite, wenn Allah sagt, ich habe die Menschen und die Dschinn nur dafür erschaffen, dass sie mir dienen. Wie dienen wir Allah vor allem? Indem wir natürlich erstmal ihn direkt anbeten und dann auch, wie die Ulama auch sagen, ist der Istimarul Ard, die Erde beleben nach seinem Gesetz. Der Mensch erfüllt seine Ubudiyya an Allah, indem er nach Allahs Gesetz die Erde belebt, auf ihr Ordnung und Gerechtigkeit etabliert. Das ist die Aufgabe des Menschen. Und dafür wurde er aus Erde erschaffen, damit er dieser Aufgabe gerecht werden kann. Damit er dieser Aufgabe gerecht werden kann. Stellt euch vor, der Mensch wäre aus Kupfer oder Eisen erschaffen. Ja, oder aus Gold oder Silber. Wäre für Allah nichts Schweres gewesen. Wenn er Erde beleben kann und daraus lebendig warmes Fleisch und Blut machen kann, dann hätte er das auch Silber und Gold machen können. Aber Allah hat Erde und nicht nur Erde, Erde und Wasser genommen. Wir haben aus Wasser alles Lebendige erschaffen. Der Mensch ist 70% Wasser. Wisst ihr das? Der Mensch besteht aus 70% zu Wasser und der Rest ist genau dieselben Atome, die in der Erde auch vorkommen. Warum sagen wir Asche zu Asche, Staub zu Staub? Warum verwesen wir in der Erde? Weil das genau dieselben Atome sind. Grab einen Menschen ein, begrab ihn und grab ihn nach 50 Jahren wieder aus, du siehst nichts mehr. Das ist alles mit der Erde. Du kannst reinfassen und es kommt Erde raus. Allahu Akbar. Der Mensch wurde aus Erde erschaffen. Und Erde und Wasser, Allahu Akbar, sind die reinsten, saubersten Stoffe, die es im Universum gibt. Wir machen mit Wasser Wudu und wir machen mit Erde und Staub Tayammum. Wir machen mit Wasser Wudu und wir machen mit Erde Tayammum. Ja, wenn wir keine Wasser finden, dann machen wir diese Ersatzleistung für Waschung, ja? Wisst ihr, was das ist? Wir machen mit Erde Tayammum und der Prophet sagt auch, die Erde wurde für meine Umma rein gemacht. Wir können überall beten, außer an ein paar abgezählten Orten. Überall ist für uns Masjidun wa Tahura. Ist ein Gebetsort und Reinlichkeit. Allah hat uns aus den reinsten, demütigsten und produktivsten Rohstoffen erschaffen, die es auf unserer Erde gibt. In einem Land, wo es keine gute Erde und kein Wasser gibt, dort ist kein Überleben. In einem Land, wo es kein Wasser gibt und wo es keine gute Erde, die man bebauen und bepflanzen kann. In diesem Land ist kein Überleben. Die leben mit Schulden. Die schaffen es nur mit Schulden zu überleben. Von hier und da was ausleihen. Wasser und Erde sind die kostbarsten und reinsten Stoffe, aus der Allah uns den Menschen erschaffen hat. Warum? Weil wir auf dieser Erde eine Aufgabe zu erfüllen haben. Subhanallah. Wir sind an sich gut, der Mensch ist rein und er soll auch Reines und Gutes tun. Allahu Akbar. Und Erde ist auch nicht leicht. Erde ist ja schwer. Wenn du sie fallen lässt, dann sinkt sie nach unten. Das heißt, die Natur des Menschen ist auch eigentlich eine demütige. Wenn er sich dagegen erhebt und rebelliert und sich hochmütig benimmt, dann widerspricht er seiner eigenen Natur. Dann widerspricht er seiner eigenen Natur. Dann genauso im Koran heißt es auch, min tinin lazib. Lazib bedeutet, wir haben den Menschen erschaffen aus Lehm, welcher, Lazib bedeutet so eine Art wie, mir fällt kein anderes Wort ein, klebrig. Klebriger Lehm, der Zusammenhalt hat. Ja, der zusammenhält. Und je feuchter, desto mehr hält der Lehm natürlich zusammen. Ja, guck mal, Subhanallah, deswegen sehen wir auch, wenn
alt wird und das Leben langsam aus einem ausweicht, was passiert? Der Mensch trocknet im wahrsten Sinne des Wortes aus. Deswegen wird die Haut auch so faltig, weil die Feuchtigkeit weg ist. Kennt ihr diese alten, runzligen Gesichter? Das ist, weil die Feuchtigkeit weg ist. Die Haut fällt in sich zusammen, weil die Feuchtigkeit nicht mehr da ist. Das heißt, Leben ist da, wo Feuchtigkeit ist, wo Wasser ist. Und wo Leben langsam hinweggeht, trockene Erde. Wie sieht die aus? Ausgedörrt und vertrocknet. Man sieht die Risse wie in einer alten Haut. Allah hat die Menschen aus Erde und Wasser erschaffen. Und wenn das Lebendige da ist, wenn ein starker Wille da ist, dann ist das ein zusammenhängender Leben, ein zusammenhängender, so wie der Mensch auch einen starken Willen haben soll, um das zu tun, wofür Allah ihn erschaffen hat. Ja, dann aus Ton, subhanallah, Allah hat den Menschen aus Ton erschaffen. Habt ihr schon mal in der Schule manchmal diese AGs, diese Töpfer-AGs, Gott, war so schrecklich, die Zeiten, also falls ihr das kennt, diese Töpfer-AGs, wo man auch mit Ton dann so kleine Vasen machen durfte und so. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ja, oder habt ihr schon mal gesehen vielleicht? Schaut mal, in dieser Ton ist in unseren Fingern, wir können damit machen, was wir wollen, oder? Manche haben dann eine Vase gemacht, manche haben was, einen Stift versucht zu basteln oder manche haben versucht, ein Auto zu machen. Was wir wollten, musste der Ton machen. Schaut mal, wie schwach der Mensch gewesen ist. Allah hat uns geformt, wie es ihm beliebte. Wir waren Ton, mit Solsal. Solsal ist leicht formbarer Ton. Allah hat jeden von uns genau so erschaffen, wie er es wollte. Und wir kommen dann und sagen, also meine Nase gefällt mir nicht. Ja, oder meine Ohren habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Oder meine Haare, ja, die von der und der sind viel besser. Wo sind wir in diesem ganzen Szenario, dass wir uns herausnehmen, ja, wo sind wir, diese Schöpfungskraft von Allah in Frage zu stellen? Dann, Allah ist, der Mensch ist der Einzige, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, خَلَقْتُكَ بِيَدَيْ. Dich habe ich mit meinen Händen erschaffen. Das heißt, Allah ehrt die Kinder Adams in solch einem Ausmaß, dass sie die Einzigen sind, über die Allah sagt, dich, den Menschen, habe ich mit meinen Händen erschaffen, geformt und ihm die Gestalt verliehen, die jeder Einzelne von uns jetzt hat. Die nächste Entwicklungsstadium, der in Allah berichtet, ist Fakhar, wie ich eben schon gesagt habe, wenn Lehm, Ton getrocknet wird und dann also wie eine gebackene Vase, ja, eine gebackene Tonvase, wenn du draufklopfst, dann hat sie einen hohlen Ton, weil der jetzt ausgetrocknet ist. Ich stell dir mal vor, der Mensch, Adam a.s., war wie so eine Statue, trocken und leblos. Was ist dann passiert? Wie kam es dann dazu, dass er ein lebendiger Mensch wurde, mit pulsierenden Adern, mit klopfendem Herzen, mit denkenden Gehirnwindungen, mit Nervenverbindungen, mit Elektronen, die die Gedanken übermitteln und deinen Arm zum Bewegen bringen? Wie kam es dann dazu? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Ich habe in ihn von meiner Seele, und das heißt, bedeutet nicht, dass das Allahs Seele war, sondern Allah gibt der Seele des Menschen Ehrerbietung oder Ehre. Das ist Tashrif. Allah hat dann in den Menschen die Seele eingehaucht. Und dann wurde der Mensch das, was er ist. Und die Seele ist ein großes Geheimnis von Allah. Wir wissen nicht, was die Seele für ein Geheimnis ist. Ansonsten, guck mal, stellt euch vor, jemand wird zu seinen Lebzeiten heiß geliebt von seinen Kindern, von seinen Geschwistern, von seinem Ehepartner. Jeder will mit ihm sein. Jeder sagt, komm zu mir, ich will mit dir sitzen. Dieser selbe Mensch stirbt und seine Seele verlässt ihn. Und jeder hat Angst vor der Leiche. Oder was machen Menschen mit Leichen? Behalten wir die zu Hause und sagen, komm, wenigstens habe ich noch den Körper. Wenigstens kann ich mit dem Körper ein bisschen reden. Nein, die Seele verlässt uns und derselbe Mensch, der davor heiß geliebt wird, vor der Leiche hat man Angst. Man will die nicht loswerden, aber man weiß, mit der kann ich nicht leben. Es gruselt mich auch, mit der zu leben. Ich will nicht mit der leben, weil das ist nicht mehr der, mit dem ich meine Liebe geschenkt habe. Die Seele ist das Geheimnis, was uns zu Menschen macht. Und genau die ist es, die wir verhungern lassen, die wir nicht pflegen, die wir so behandeln, als ob sie unsere Stiefverwandte wäre, als ob wir mit ihr nichts zu tun haben und lassen sie ausdürren und bewässern sie nicht mit den Worten Allahs. Weil das ist, was die Seele braucht. Die Seele kommt von Allah und sie braucht die Worte von Allah, um zu überleben. Der Mensch braucht nicht nur Essen, Trinken und schöne Kleider. Damit pflegen wir nur unseren Körper. Der Mensch hat eine Seele und die braucht auch Pflege, wenn nicht sogar mehr Pflege, wenn nicht sogar mehr Pflege, als der Körper braucht. Und die Seele kommt von Allah und die braucht Allahs Worte, die braucht seelische Nahrung, damit sie überleben kann. Warum sagt Allah über die Kuffar, sie haben tote Herzen? Sie sind wie Tote.
Warum? Weil ihre Seele, ihr Herz ist gestorben. Auch wenn du sie auf Erden umhergehen siehst. Und schaut mal, was für ein Geheimnis auch so. Bei Ibn Qayyim al-Jawziyya wird das überliefert. Habe ich euch am Anfang der ersten Sitzung, glaube ich, gesagt. Das ist so ein Geheimnis. Jeder Mensch muss über kurz oder lang, muss er schlafen. Jeder. Egal wie reich, wie stark, wie machtvoll. Jeder muss spätestens nach 30 Stunden muss der Mensch schlafen, sonst wird er wahnsinnig. Der kann sterben. Der Mensch kann sterben, wenn ihm nicht erlaubt wird zu schlafen. Das ist in manchen Ländern eine Foltermethode, dass man den Menschen nicht schlafen lässt. Der Mensch muss schlafen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was passiert, wenn wir schlafen? Die Seele kehrt zu wem zurück? Zu Allah zurück. Warum muss der Mensch dementsprechend also schlafen? Weil die Seele nicht lange ohne Allah aushalten kann. Sie muss zurück, kurz Allah begegnen und kommt dann wieder zurück in den Körper. Allahu Akbar. Bei Ibn Qayyim al-Jawziyya steht in einem Buch, dass die, die rechtschaffene Seelen sind und mit Wudu, ist es ja Sunna, mit Wudu schlafen zu gehen, und die mit Wudu schlafen gehen, denen erlaubt Allah, nahe zu Allah zurückzukehren und vor seinem Thron Sajda zu machen und dann zurück zum Körper zu gehen. Und die, die nicht gläubig, nicht mit Wudu schlafen gehen, die sind auch zurück zu Allah, begegnen Allah aber von weitem. Die dürfen nicht nah an seinen Thron heran. Allahu alam. Subhanallah. Ich finde das unglaublich, dass jeder Mensch, ob letzte Käfer und Tyrann, auch er muss schlafen, weil seine Seele muss zu Allah zurück. Sie muss kurz zu Allah und kommt dann wieder in den Körper, aber der Mensch weigert sich an Allah zu glauben. Allahu Akbar. Wollen wir nicht Allah lieben? Wollen wir uns nicht vor Allah schämen und wollen wir Allah gegenüber nicht gehorsame Diener sein? Subhanallah. Allah haucht die Seele in den Menschen ein und dadurch wird er ein beweglicher, fühlender, denkender, emotionaler, liebender, zwischen gut und schlecht entscheidender, menschliches, lebendiges Wesen. Allahu Akbar. Es gibt eine Überlieferung, die haben wir. In der ersten, hört ihr mich gut? Ja. Die haben wir in der ersten Sitzung, glaube ich, durchgenommen, dass jeden Tag bittet das Meer Allah, dass, oh mein Herr, lasse mich die Kinder Adams ertränken, denn sie essen von deiner Versorgung und beten aber andere außer dir an. Allah, lass mich das machen. Also das Meer bittet jeden Tag. Und eine andere Überlieferung oder eine weitere, dass der Himmel bittet, oh Allah, mein Herr, lasse mich auf Bani Adam herabstürzen. Denn sie essen von deiner Versorgung und beten andere außer dir an. Und Allah erwidert dann, dass lasst sie, lasst Bani Adam, lasst sie in Ruhe, lasst sie. Hättet ihr sie erschaffen, würdet ihr ihnen Barmherzigkeit begegnen. Also ihr habt sie nicht erschaffen, ihr müsst ihnen nicht mit Barmherzigkeit begegnen. Ich habe sie erschaffen und ich begegne ihnen mit Barmherzigkeit. Und Allah gibt uns Chancen über Chancen. Jeden Tag morgens, wenn wir aufwachen, ist das ein Zeichen, dass Allah unsere Seele nicht bei sich behalten hat, sonst wären wir gestorben, sondern Allah gibt uns jeden Morgen, wenn wir aufwachen, eine neue Chance und sagt, hier, jetzt kriegst du deine Seele noch für einen Tag zurück. Und noch einen Tag. Und noch einen Tag. Und noch einen Tag, damit wir Allah erkennen mögen. Wollen wir nicht Allah erkennen? Wollen wir nicht Allah lieben? Wollen wir uns nicht vor ihm schämen? Dass man sich einfach schämt. Jemand, der mir so viel gibt, wie kann ich mich vor ihm auf so eine niedrigste Art und Weise, benehmen? Schämt man sich ja. Stellt euch mal vor, jemand, ja, wie mit Eltern manchmal ist das auch, oder stellt euch vor, ihr werdet wirklich jemand, der absolut auf der Straße gelandet wäre, hat nichts mehr und jemand kommt und ohne was zurückzuverlangen, besorgt er euch eine Wohnung mit Möbeln drin, mit Schlüssel, ohne irgendjemand was wegzunehmen, mit Versorgung, Kühlschrank ist voll und sagt, hier, kein Problem, ich will nichts von dir zurück, nimm und wohne. Nur benimm dich anständig. Ich will nichts von dir, du sollst mich nicht versorgen, du sollst nicht für mich arbeiten gehen. Ich versorge dich, ich bitte dich, jeden Tag werde ich deinen Kühlschrank voll machen. Ich werde dich versorgen. Sei du nur anständig und sag ab und zu, dass du das von mir bekommen hast. Mehr will ich nicht. Wie unverschämt muss man denn sein, damit man sagt, nö. Also ich werde sagen, ich habe das durch meinen eigenen Fleiß bekommen. Ich werde sagen, das ist selber entstanden. Mein Kühlschrank ist selber voll geworden. Ich werde keinem erzählen, dass du dahinter steckst. Wie frech muss man denn sein, damit man so auf Erden wandeln kann? Allahu Akbar. Subhanallah. Dann Allahs Wunder und Schöpfungskraft ist, dass er manche anders erschafft als andere. Und das ist Allah, er kann schaffen, was er will. Adam a.s. wurde ganz ohne Eltern erschaffen.
Seine Frau Hawa wurde nur mit männlichem Anteil, wenn ihr so wollt, erschaffen, ohne weiblichen Anteil. Isa a.s. wurde ohne Vater erschaffen. Manche Tiere gibt es, die ohne, es gibt manche so Insekten, die ohne äußerliche Befruchtung erschaffen werden. Allah kann das auch machen. Ja, das heißt, Allah waltet in seiner Schöpfung, wie er will. Woher kommen wir dann und sagen, also das geht gar nicht? Ja, das geht, das werde ich nicht akzeptieren. Wem schaden wir, wenn wir etwas nicht akzeptieren? Allah macht, was er will, also seine Schöpfung, sein Besitz. Wem schaden wir, wenn wir sagen, also damit kann ich nicht leben? Das Gute für den Menschen liegt in der Tatsache, dass er sagt, ich akzeptiere den Willen Allahs. Und darin findet er Ruhe. Darin wird er die Ruhe finden, die Allah ihm verspricht, wenn er sich Allahs Willen ergibt. Allah sagt, kun, fayakun, sei und es ist. Imran bin Hussein überliefert in einer, vom Prophet, einmal kam eine Delegation aus Jemen zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und sie sagten, ja Rasulullah, wir wollen Verständnis in der Religion erwerben. Was war am Beginn der Schöpfung? Also was war, bevor die Schöpfung gab? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, kan Allah, Allah war, wa lam yakun ghayruh, und es war nichts außer ihm. Es gab nur Allah und es gab nichts außer ihm. Alles, was außer ihm da ist, ist Allahs Schöpfung. Subhanallah. Allah SWT sagt im Koran, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Dies ist die Schöpfung Allahs. So zeigt mir doch, was haben denn diejenigen erschaffen, die außer ihm angebetet werden? Oder wen gibt es, der außer Allah auch was erschaffen hätte? Es gibt keinen. La ilaha illallah und la khaliqa illallah. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Jede Schöpfung ist ein Wunder von Allah. Ja, dann wurde der Mensch aus einer Flüssigkeit erschaffen. Und zumal ich habe jetzt in männlichen Anteil, der gebraucht wird, um ein Kind schaffen zu können, den Allah als Gesetz gemacht hat, in einem Teil davon, im kleinsten Teil davon, ist so viel Information, wie, ich habe jetzt die Zahl leider vergessen, ich vergesse immer die Zahlen, wie in mehreren tausend Computern, in einem kleinsten Anteil, wie in mehreren tausenden Computern so viel Information steckt in diesem kleinsten Anteil von dem, was Allah erschaffen hat. Allahu Akbar. Und das wird dann in den Bauch, in die Gebärmutter der Frau gelegt und dort schafft Allah wieder den Menschen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Es heißt erst, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, und Allah ist derjenige, der aus Wasser den Menschen erschaffen hat. فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصَهْرًا, und dann machte Allah für ihn Blutsverwandtschaft und verschwägerte Verwandtschaft. Und Allah erwähnt im Koran auch, dass der Mensch aus Alaqa, aus einem Blutklumpen, aus etwas, was anhängt in der Gebärmutter, aus einem Fleischstück erschaffen hat, nach und nach in verschiedenen Entwicklungsstadien. Und all das, um uns zu lehren, dass der Mensch etwas Besonderes ist, mit einer besonderen Aufgabe auf diese Erde gekommen ist und seine Aufgabe ernst nehmen soll. Etwas, was stückchenweise gemacht wird, das macht man mit Sachen, die man ernst nimmt. Hier ist zum Beispiel, das ist ein blödes Beispiel, ja, echt blödes Beispiel, mir fällt jetzt nichts anderes ein. So, ganz am Anfang, als ich neu kochen gelernt habe, da dachte ich, ich bin besonders pfiffig und besonders schnell und ich werde alles immer in einem Topf kochen, damit ich Zeit spare, und habe mir dann immer alles zusammengeschmissen. Ja, und das war dann natürlich, ging dann voll in die Hose natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Hat nicht Zeit gespart besonders. Es war nicht besonders, kein besonderer Genuss. Und es war alles so, weil ich dachte, komm, je weniger Planungszeit, desto schneller bin ich. Und Hauptsache, man isst es, mein Gott. Und habe alles immer zusammengeschmissen. Und wie, wenn wir wirklich uns Mühe geben mit Kochen, wie kochen wir dann? Wir planen erstmal, stellen alles bereit. Dann muss alles einzeln gemacht werden. Ja, jeder, der gut kochen möchte gern, der weiß, wie er vorgeht. Warum? Weil die Dinge, die wir ernst nehmen, für die planen wir. Für die planen wir. Warum? Weil wir wollen, dass jede, nicht nur das Gesamtergebnis, sondern dass auch die einzelnen Schritte, die zum Gesamtergebnis führen, dass auch die, jeder einzelne, gut und richtig gemacht werden. Damit das Gesamtergebnis dann umso besser wird. Ja, warum machen wir das? Allah braucht nicht in Etappen zu erschaffen. Er hat uns in Etappen erschaffen, weil Allah Bani Adam geehrt hat. Weil Allah Bani Adam mit einer bestimmten Aufgabe auf die Erde geschickt hat. Und zu dieser Aufgabe gehört, dass wir uns gedulden in dem, womit Allah uns beauftragt hat. Dass wir eine geduldige Schöpfung werden, die viel erreicht, weil sie sich was fest vornimmt, weil sie Allahs Befehlen nachkommen möchte. Allahu Akbar.
Ja, und all das soll die Liebe zu Allah in uns erwecken, dass Allah uns auf diese Art und Weise geformt, gestaltet, ja, und gestaltet hat. Allah sprach dann zu den Engeln, als der Mensch ganz und gar erschaffen wurde, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Und als dein Herr zu den Malaika, zu den Engeln sprach, gewiss, ich werde auf die Erde einen Khalifa setzen. Khalifa bedeutet nicht politischer Statthalter, dieses Wort ist später erst so benannt worden. Khalfun bedeutet, einer nach den anderen kommen. Und das ist eine Eigenschaft der Menschen, dass nach einer Generation die nächste kommt. Der Mensch ist eine Schöpfung, die sich fortpflanzt. Khalifa, eine nach den anderen. Und deswegen soll der Mensch auch die Eigenschaft von Tadabbur haben. Deswegen soll der Mensch, im Koran wird der Mensch dazu aufgerufen, Tadabbur, etwas bis zum Ende durchdenken. Etwas bis zum Ende durchdenken. Der Gläubige ist ein nützlicher Mensch. Er denkt nicht nur an sich oder an eigene Familie, er denkt auch an seine Mitmenschen. Der Gläubige ist ein Mensch, der nicht nur an seine Zeitgenossen denkt, sondern er denkt auch an die Generationen, die in der Zukunft noch kommen mögen. Das ist alles aus Hadithen. Das ist alles aus Hadithen. Was sagt der Prophet? Die Leute von Ta'if sind jetzt nicht gläubig, aber vielleicht werden von ihrer Nachkommenschaft einige sein, die dieser Religion folgen werden. An wen hat der Gesandte da gedacht? An Leute, die noch gar nicht da waren. Die noch kommen mögen. Ja, die Eigenschaft des Tadabbur, des Nachdenkens. Dubur bedeutet das Ende von etwas. Tadabbur bedeutet etwas bis zum Ende durchdenken. Schmal, es gibt einen Stamm, Indianerstamm. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Nicht Mohikaner, die sind ja schon lange ausgestorben. Ich habe es jetzt vergessen. Irgendein Indianerstamm. Deren Eigenart war es, jahrhundertelang, dass wenn sie etwas Wichtiges entscheiden mussten, etwas Wichtiges, was Großes, was die gesamte Gemeinschaft betroffen hat, dann setzten die Ältesten des Stammes sich zusammen und dachten diese Entscheidung bis in 7 Generationen durch. Also 7 kommende Generationen dachten die sich zusammen durch, dass wenn wir jetzt das entscheiden, wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus? Wie wirkt sich das auf die Kinder unserer Kinder aus? Wie wirkt sich das auf die Kinder unserer Kinder unserer Kinder aus? Bis zu 7 Generationen. Und wenn wir so denken würden, subhanallah, was für eine schöne Erde hätten wir dann. Wenn unsere Vorväter so gedacht hätten, was für ein Leben würden wir heute leben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war so ein Mensch, der nicht nur an seine Zeitgenossen gedacht hat, der noch gedacht hat, wenn wir jetzt so handeln, was wird später mit den anderen sein? Was werden die Menschen sagen? Der Prophet sagt, nein, ich töte nicht die Munafiqin, die viel Fassad gemacht haben. Er sagte, nein, wenn wir die jetzt anfangen zu töten, die Leute werden sagen, der Prophet Muhammad war jemand, der seine eigenen Gefährten hinrichten ließ. Er hat gedacht, wenn ich jetzt so handle, welche Auswirkungen wird das haben? Obwohl er völlig im Recht gewesen wäre. Viele von denen haben verdient, dass man sie öffentlich bestraft. Aber er hat gedacht, okay, ich werde jetzt meinen Willen durchsetzen. Wie wird sich das in der Zukunft niederschlagen? Und da sind wir voll im, ja, da hinken wir sowas von hinterher. Wir sind schon so zufrieden damit, wenn wir endlich mal Recht haben. Da sind wir schon super happy. Es reicht aber nicht nur Recht zu haben, es muss auch im großen Kontext nützlich sein. Und dieser große Kontext ist nicht nur ich, meine Freunde und meine Familie, für die ganz intelligenten ich und meine Dorfgemeinschaft, für die noch intelligenteren ich und meine Stadt, für die super intelligenten ich und mein Land, nein, ich und die kommenden nächsten Generationen. Das war die Art und Weise unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das war die Art und Weise unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat den Menschen Ehre verliehen. Allah hat den Menschen in Etappen, in Entwicklungsstadien nach und nach, eine nach der anderen erschaffen. Und wir wollen einfach so in den Tag hineinleben, als ob wir irgendeine, sogar die Ameisen arbeiten mit mehr Organisation als die Menschen. Die Bienen arbeiten mit mehr Kooperation zusammen, mit mehr Hinblick auf das Endprodukt, wir wollen Honig haben, als die Menschen. Die Menschen ist me, myself and I und die Muslime sind in keinem Stück besser als die Glaubensverweigerer. Bitte, zeigt, wenn das so wäre, dann wo sind unsere Ergebnisse? Wo haben wir für die zukünftige Generation vorgesorgt? Wo haben wir für unsere Familien, für deren Hidayah vorgesorgt? Wo haben wir vorgesorgt, dass unsere Enkelkinder vernünftig Islam lernen können? Wo haben wir vorgesorgt? Wir wissen ja selber nicht, wo wir lernen sollen. Ja, also bevor man rumklagt, immer erstmal schauen, was habe ich denn für die Menschheit getan? Was habe ich eigentlich Großes geleistet?
Und dann kann man auch hier und da produktiv kritisieren. Der Mensch wurde im Bauch seiner Mutter für 40 Tage als Blutklumpen gelassen, dann zu einem etwas, was aussieht wie ein zerkautes Fleischstück, dann für 40 Tage wieder so gelassen und dann kommt ein Engel und mit dem Befehl Allahs haucht ihm die Seele ein. Und dann wird festgeschrieben, wie lang dieser Mensch leben wird, wie groß und viel seine Versorgung sein wird und ob dieser Mensch unglückselig oder glückselig sein wird. All das macht Allah, während das Kind noch im Bauch seiner Mutter ist. Allahu Akbar. Im Koran steht, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. Das ist eine Art von Tadel. قُتِلَ الْإِنسَانُ, möge der Mensch getötet werden. Das ist eine arabische Floskel für wehe dem Menschen. Ja? Also, was ist mit dem Menschen? Wehe ihm. Möge er Schlimmes erfahren. Das ist eine Art von Tadel. Wie undankbar ist er denn? Von was wurde er denn erschaffen? Also wie kann jemand, der weiß, woraus er erschaffen wurde, was das war, wenn man diese Samenflüssigkeit an der trockenen Luft lassen würde, sie würde austrocknen, nie würde ein Mensch daraus entstehen können. Sie ist gar nicht, sie kann sich selber nicht erhalten. Allah macht, dass sie erhalten bleibt, Allah macht, dass sie wächst, Allah bringt jede Zellteilung, schafft Allah und daraus entsteht der Mensch. Wehe ihm, wie undankbar ist er denn? Wie undankbar können wir denn sein? Dass wir alles von Allah bekommen und dann gegen seinen Willen handeln. Und manchmal ist ja so, jetzt denken wir alle, ja, aber wir beten ja und fasten ja, wir sind nicht so schlimm. Jeder von uns hat irgendeine Entscheidung in seinem Leben, wo er genau weiß, eigentlich ist Allah dieser Weg lieber. Aber ich gehe diesen Weg trotzdem nicht. Das wissen wir alle. Jeder von uns weiß jetzt ja, wo seine Leiche im Keller begraben ist. Jeder von uns hat so etwas. Jeder weiß ganz genau, in dieser Sache ist Allah eigentlich das und das lieber. Aber ich mache das trotzdem nicht. Allah möge uns helfen. Allah möge uns das Beste, was wir wenigstens erkennen, was es das Beste ist. Allah möge uns das tun lassen, dass wir vor Allah als wenigstens die dastehen, die ihr Bestes versucht haben. Und wir sind lange weit, weit von dem entfernt, dass wir Allah das Recht geben, wie es sein Recht gebührt, ihn anzubeten. Subhanallah. Der Mensch soll sich also bemühen, er soll Gutes auf Erden verbreiten, er soll Verbesserung bringen, er soll Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit auf Erden verbreiten und etablieren. Die Verantwortung für die Erde übernehmen. Die Verantwortung für das, was hier passiert, die soll der Mensch übernehmen und nicht nur für eigene Bedürfnisse leben. Alles in der Zufriedenheit Allahs tun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ich habe die Menschen und die Dschinn nicht erschaffen, außer dass sie mir alleine dienen. Subhanallah. Und zwar in allem. In der Jugend, im Alter, in der Freizeit, im professionellen Leben, überall. Dienen wir auf die verschiedensten Arten und Weisen Allah. Wie dient man immer über und überall Allah? Indem man immer die Zufriedenheit Allahs zur obersten Priorität macht, in allem, was wir tun. Ja, natürlich können wir nicht immer beten, wir können nicht immer fasten, wir können nicht immer Dhikr machen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das geht, so sind wir nicht geschaffen. Wir müssen mal mit Familie sein, wir müssen mal kochen, wir müssen mal arbeiten gehen, wir müssen, und das ist auch gut so, aber in all diesen Dingen soll immer die Zufriedenheit unseres Schöpfers das oberste Kriterium, die oberste Priorität sein und dann haben wir unser Bestes getan. Allah ist auch Badi'us Samawati wal Ard. Alles, was Allah schafft, er ist der Erste, der das geschaffen hat. Schaut mal, der Mensch ist nur Muqallid. Der Mensch ist immer nur ein billiger jemand, der imitiert. Imitator? Ja, jemand, der auf billigste Art und Weise etwas imitiert. Schaut mal, die beste, hochtechnologierteste Kamera ist eine billige Imitation von dem menschlichen Auge. Ein größtes, tollstes Jumbo-Jet-Flugzeug ist eine billige Imitation von einem Vogel. Eine größte, tollste Maschine oder Computer, der alles für dich ausrechnet, ist eine billige, billige, billige Imitation vom menschlichen Gehirn. Ja, als alles, was Allah erschaffen hat, als er als erstes erschaffen. Allahs Schöpfungskraft ist auch so, dass wenn er einmal schafft, braucht das keine Verbesserung mehr. Ja, also zum Beispiel jetzt Autoindustrie. Ja, wenn ihr vergleicht, die Autos, die in den 50er, 60ern produziert wurden, über die lachen wir uns heute schlapp. Oder wir kaufen sie als Oldtimer und antike Ware. Ja? Aber keiner will mehr damit ernsthaft jetzt fahren. Warum? Weil es so verbessert und ausgebessert wurde, dass das uns jetzt billig vorkommt. Genauso unsere Sachen, die uns jetzt toll vorkommen, die werden in 20 Jahren, werden unsere Kinder darüber lachen. Das, Mama, was ist das für ein CD-Player? Heutzutage gibt es, was weiß ich, für iPads, Phones und keine Ahnung. Ja, also alles, was der Mensch macht,
braucht immer wieder Verbesserung. Warum? Weil der Mensch mangelhaft ist. Der Mensch ist nicht vollkommen. Vollkommenheit ist nur für Allah. Vollkommenheit, al-Kamalu lillah. Die Vollkommenheit ist nur für Allah allein. Dann, die Schöpfung Allahs ist ohne Grenzen. Allah schafft, ohne dass er jemals sagt, oh, jetzt gehen mir die Ideen aus. Allah schafft nicht nach Ideen. Allahs Schöpfungsgewalt ist unendlich. Ja, schaut mal, wie viele Dinge tagtäglich neu entdeckt werden. Allein die verschiedenen Arten von Strahlen, die es gibt. Allein die Weite des Universums, die wir mit Zahlen gar nicht mehr beschreiben können. Allein die verschiedenen Arten von Fischen, die es im Wasser gibt, wo es noch viele, viele unentdeckte Arten gibt, die zeugen davon, dass Allahs Schöpfungsgewalt unendlich ist. Dann die Schöpfung von Allah wird uns Menschen, so sind wir erschaffen, niemals langweilig. Allahu Akbar. Hier, guck mal, die Schöpfung von den Menschen, subhanallah, guck mal, diese ganzen Serien immer, ja? Die müssen alle paar Wochen eine neue Serie machen, die immer über dieselben billigen Themen geht. Warum? Weil die langweilig werden. Oder wie oft hintereinander könnt ihr ein und dasselbe Buch lesen? Wie oft hintereinander könnt ihr dieselbe Serie euch antun, euer Gehirn abtöten damit? Ja? Wie oft aber schauen wir immer wieder das Meer an? Und das ist dasselbe Meer. Seit Beginn der Schöpfung der Himmel und der Erde ist es dasselbe Meer. Dieselben Wälder, dieselben Berge. Und diese werden uns nie langweilig anzuschauen, weil der Mensch so geschaffen ist, dass er darin Ruhe und Erneuerung findet. Allahs Schöpfung wird uns niemals langweilig. Allahs Schöpfung wird uns niemals langweilig. Was der Mensch macht, muss immer wieder erneuert und verbessert und kurzweilig gemacht werden. Ja. Dann wurde alles so erschaffen in der Schöpfung, dass es dem Geschmack des Menschen entspricht. Alles in der Schöpfung wurde so erschaffen. Ja, das heißt, jeder Mensch, er muss schon sehr krank sein, dass er das nicht mag, jeder Mensch mag Vögelgezwitscher. Ja, guck mal, in der Musik, also vielleicht jetzt die Leute, die Musik hören würden, jeder hat anderen Musikgeschmack. Jemand mag Klassik, der andere mag Ausubilla, schlimme andere Sachen, jemand mag das, jemand zum Beispiel, oder jeder hat andere Kunstgeschmack, was für Bilder einem gefallen, was für Gebäude einem gefallen. Aber jeder Mensch mag Vögelgezwitscher. Da muss man jemand schon wirklich schon fast irre, wahnsinnig sein, damit er das nicht mag. Jeder Mensch mag das Geplätscher von Wasser. Wir sind so, Allah hat alles so erschaffen, dass es uns gefällt. Und wir wollen Allah nicht lieben. Subhanallah. Wir wollen uns vor Allah nicht schämen. Und er hat alles so geschaffen, dass wir sagen, oh, tut das gut. Leute bezahlen viel Geld, damit sie in die Berge fahren, um Ruhe zu haben. Überleg mal. Jemand bezahlt Geld, damit man Ruhe hat und in der Schöpfung von Allah sitzt, die Allah für uns umsonst geschaffen hat. Oder müsst ihr, um einen Berg anzusehen, so ein Ticket ziehen vorher? Müssen wir, um Geplätscher zu hören, erstmal irgend so einen Schalter umschalten mit viel Geld, damit wir auch, jetzt können wir Geplätscher hören. Das ist alles umsonst geschaffen. Allah hat das so geschaffen und in die Erde verbreitet, in die Erde gelegt und die Menschen auch so geschaffen, dass sie die Leute, die in der Wüste leben, die sind so, dass sie dieses Leben dort mögen, weil sie daran gewöhnt sind. Ihre Haut ist so, ihre Temperaturempfinden ist so. Jemand, der aus Alaska kommt, der wird dort zerschmelzen in 2 Minuten. Der kriegt keine Luft, der sagt, oh mein Gott, ich brauche Luft, ich brauche eine Klimaanlage, weil er nicht so beschaffen ist. Oder er muss lange dort leben, um sich daran zu gewöhnen. Ja, Allah hat die Welt, er hat die Menschen auch dorthin gelegt, wie es passend ist für sie, dass sie es mögen und genießen können. Und wir wollen Allah nicht gegenüber dankbar sein. Ja, also unser Ziel nochmal von heute, wir kommen zum Ende, inshallah, ist die Liebe zu Allah. Die Liebe zu Allah. Und ein Beispiel für die Liebe von Allah ist Abdullah bin Jahsh. Sehr schönes Beispiel, radiallahu an. Er machte, bei einer Schlacht war das, mitten im Kampf machte er Dua, dass, oh Allah, schick mir einen Gegner von der anderen Armee, von den anderen Soldaten, schick mir einen Gegner, der stark ist und der schwer zu bekämpfen ist, dass ich ihn auf deinem Weg eliminiere, töte. Und danach schick mir noch einen, der auch stark ist und schwer zu bekämpfen ist, dass ich ihn für dich töte. Und dann schick mir als Drittes, dass tötet. Schick mir jemanden, der mich tötet und der dann meinen Bauch aufschneidet und meine Ohren und meine Nase mutiliert, wie heißt das, also ja, abmacht. Und ich dann am Tag der Auferstehung zu dir erscheine und du mich fragst, oh Abdullah, wie ist dir, warum erscheinst du so? Und ich dir dann sage, ja Allah, das habe ich für dich getan. Und du mir dann sagst, du hast die Wahrheit gesagt. Allahu Akbar. Kann man so reden, das kann man nur sagen, wenn Liebe da ist. So reden wir nur mit Liebe.
Das ist so, wir verstehen das jetzt vielleicht nicht, ja, weil das vielleicht so blutrünstig ist und so. Aber wie jetzt, wenn man jetzt wirklich jemanden richtig liebt, zum Beispiel seinen Ehemann richtig liebt und alles, und dann sagt man für ihn, boah, ich habe 3 Stunden gewartet mit dem Essen. Warum sagt man das? Man hat ja gelitten. Warum erwähnt man vor dem anderen sein Leid, damit der andere erkennt, guck mal, mir ist das Essen mit dir so viel wert, dass ich sogar gehungert habe. Ich habe gelitten. Warum? Weil ich aufrichtige Liebe zu dir habe. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, ja, damit wir nur verstehen, wie kamen die früher drauf, solche Duas zu machen? Ja, warum? Weil sie Allah erkannt haben. Weil sie Allah geliebt haben. So wie es, ja, so wie wir versuchen müssen, Allah zu lieben. Ja, dann heißt es ja, ich glaube, Ibn Taymiyyah hat auch gesagt, Rahmatullah alayhi hat gesagt, dass in diesseits gibt es einen Paradiesgarten. Es wird nicht den Paradiesgarten im Jenseits betreten, außer wer durch den Paradiesgarten des Diesseits geht. Und wahrlich, das ist die Erkenntnis Allahs. Ma'rifatullah, Allah zu erkennen. Also nochmal, vor allem nehmen wir jetzt, wir wollen Ibadah machen, wir wollen Allah lieben, aber wir nehmen vor allem als Hausaufgabe auch mit, dass wir uns ernsthaft vornehmen wollen, über Allahs Schöpfung nachzudenken. Wir wollen nachdenkliche Menschen sein, beobachten, Imanstärkung finden aus dem Beobachten der Schöpfung Allahs, wie die in einer Aussage heißt es, Tafakkur sa'atin, das Nachdenken für eine Stunde ist besser als Ibadah von einem Jahr. Ja, das kann dich weiter und näher zu Allah bringen, eine Stunde über Allahs Schöpfung nachzudenken, als ein Jahr lang nur Ibadah zu machen. Ja, das heißt nicht, dass Ibadah schlecht ist, versteht das richtig, inshallah. Sondern das soll nur die Vorzüglichkeit von Tafakkur, dem Nachdenken über die Schöpfung Allahs, unterzeichnen. Ja. Genauso, das ist das letzte, inshallah, dass Allah der Schöpfer ist, wird bewiesen durch die Tatsache, dass Allah der ist, der die Schöpfung wiederholen kann. Wann sehen wir das? Das sehen wir jeden Frühling. Jeden Frühling sehen wir, dass die Bäume auf genau dieselbe Art und Weise sprießen, wie sie letzten Frühling gemacht haben. Ja, bei uns ist ja so manchmal, man gibt sich voll Mühe und dekoriert so einen Tisch und so, und dann will man das nochmal machen und irgendwie klappt das nicht. Ja, man kann das nicht wiederholen. Warum? Weil man nicht so ein Profi ist oder man hat nicht die Erfahrung oder manche Sachen sind einfach durch Zufall mal einfach gut gelungen. Allah ist Khaliq. Er schafft, wann er will, was er will und er kann die Schöpfung vernichten und er kann sie genauso wiederherstellen und das ist auch ein Beweis für das Kommen des Tages, vom Tag der Auferstehung. Allah wird die Schöpfung vernichten und sie dann wieder auferstehen lassen. Damit kommen wir zum Ende, inshallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.